Hallo, ich bin's Fritz und hier noch eine kleine Info vorab, bevor das Video losgeht. Und zwar, es handelt sich hierbei um einen Extended Cut von der Inselüberquerung auf Madeira. Ja? Also hier gibt es über 30 Minuten zusätzliches Bonusmaterial, immer mal wieder im Film, könnte man fast schon sagen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Genießt nochmal dieses große Abenteuer mit Martin zusammen, hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt ab mit dem Video. Viel Spaß! 5 Monate sind seit dem Abbruch unserer ersten Durchschlageübung vergangen. Damals gaben wir uns nach gut 8,5 Kilometern geschlagen und hatten das Projekt aufgegeben. Abbruch an dieser Stelle. Doch dann hörten wir Folgendes. Wenn du es auf Madeira machst, von einer Seite zur anderen, dann bist du tot. Wie denn? Wie sollst du das machen? Holzelein, Junge! Nee, live, Arsch, keine Nummer. Für mich ist es aber einfach ein scheiß Gefühl, Mann. Mach mal bitte aus, wirklich. Freunde, heute ist es endlich soweit. Nach Monaten der Planung, könnte man fast schon sagen, Durchschlageübung 2.0. Wir befinden uns auf Madeira. Wichtige Info vorab. Corona-mäßig, alle negativ, alle getestet. Alles safe, auch Kameramann und so weiter, ne? Macht euch keine Sorgen. Fritz ist so aufgeregt, der ist sowas von aufgeregt, der hat die ganze Nacht nicht geschlafen, weil wir nämlich da hoch müssen. Genau, was ist überhaupt der Plan, Freunde? Was ist überhaupt der Plan? Wir wollen von der einen Seite vom Meer auf Madeira komplett über die ganze Insel, ja, auf die andere Seite wieder ans Meer rüber. Und diesmal nicht gerade Linie, nicht GPS, sondern Freestyle Karte Kompass. Wir geben euch einen kleinen Überblick, was wir vorhaben. Wie es dann final alles ablaufen wird, wissen wir nicht. Nein, wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. Wir haben wirklich nach Karte eine Idee, ob das funktioniert. Keine Ahnung. Es wird sicherlich mal eine Straße geben, es wird Tracks geben, es wird mal Off-Pass, Off-Road geben. Dschungel. Ich glaube, wir werden alles dabei haben. Ja. Wir befinden uns aktuell in Paul do Mar. Das ist eine ganz, ganz kleine, ein kleines Fischerdorf. Ja. Und hier geht es auch direkt hoch an den Klippen. Ja. Wir werden uns hier so ein bisschen durchschlagen, ganz grob, bis wir irgendwann, das ist diese gelbe Linie, auf eine Hochpassstraße, könnte man sie nennen, treffen werden. Die befindet sich auf ca. 1400 Meter schon. Wir werden dann das Ganze bis zur Hochebene, das ist dieser weiße Bereich hier, queren und auf der anderen Seite wieder absteigen. Denn genau hier drüben befindet sich ein riesiger Canyon. Ja, also hier geht es extrem runter und wieder hoch und den werden wir versuchen etwas zu umlaufen. So die Theorie. Ich würde sagen, wir machen obligatorisch finales Wiegen. 12,7 durch Flüssigkeiten, ne, Wasser und nochmal Nahrung dazu. Okay, das glaube ich kann ich überwiegen. 13,1. Ah, Manni geht in Führung. Ja, aber man muss sagen, ziemlich gleich. Ja, ein paar hundert Gramm. Ein paar hundert Gramm, ja, da gehe ich mal auf Toilette oder das Wasser. Ausgeglichen. Und jetzt beginnen wir unser Abenteuer von der südlichen Seite, direkt am Meer von Madeira, rüber durchs Gebirge auf die andere Seite. Nur als kleine Info, das Ganze wird natürlich wahrscheinlich über mindestens mal 2 Tage gehen. Das heißt, wir haben Übernachtungsausrüstung mit, wir werden irgendwo pennen. Oder es versuchen, mal gucken, ja, was auch für Wetter oben sein wird. Denn das Wetter ist natürlich hier sehr, sehr verschieden. Es kann sein, dass oben in der Hochebene regnet, stürmt, vielleicht auch Sonnenschein ist, wir wissen es nicht. Digga, ich zieh mich gleich aus. Ich bin nackt hoch. So, Freunde. Diesmal mit dabei, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, gerade im Intro, Johannes, unser Kameramann, der auch schon auf der DSÜ mit dabei war. Wir haben schon die ersten kleinen Höhenmeter hinter uns auf so einem alten Pfad hier. Und da drüben sind wir gerade gestartet. Klar, benutzen wir zwar einen Trail gerade, aber ey, die Gefahr hier ist deshalb nicht weniger groß, wenn nur ein Teil runterkommt. Da reicht auch so ein kleines Ding, wenn du das abkriegst, war's das. Da haben wir schon gut Höhenmeter gemacht, wenn wir uns mal den Meeresspiegel denn angucken. Bisschen was ist schon. Martin, weißt du, was das Schöne ist? Wir laufen noch im Schatten. Was meinst du, wenn nachher hier die Sonne reinknallt, weiter oben? Dann ist das hier ein... Das ist noch geil. Dann ist das hier der Anfang, meinst du? Kleiner Tipp, ich habe schon ein paar Wanderungen in südlichen Regionen gemacht. Ja. Wenn es anfängt, über die
Augen? Über die Augen den Schweiß hier reinzutropfen und die Augen fangen an zu brennen. Vielleicht mal kurze Pause machen. Okay, alles klar. Aber Punkt 1 ist von der Nasenspitze, Kelch. Und dann Schläfe. Und dann tropft man in die Augen, du siehst nichts mehr. Okay. Ist geil. Beherzige ich den Ratschlag. Arschgeile Nummer. Da oben ist schon Sonne, ne? Deswegen bin ich gerade gekommen, weil da oben ist nämlich schon die Sonne. Gut, komm, nicht lange schnacken. Wir haben heute keine Wolke am Himmel. Nicht eine, stimmt. Ist komplett klar. Man muss auch übelst aufpassen. Diese glitschigen Grasstücken hier sorgen dafür, dass man einfach wegrutscht. Das sieht zwar nicht so aus, aber es ist halt ultra gefährlich. Jeder Schritt muss gut überlegt sein. So, wir sehen, Norden ist in die Richtung. Das mal peile. Also theoretisch müssten wir hier links hoch, wenn wir wirklich rein straight line machen würden. Und da sieht man auch mal ein schönes Beispiel. Es ist hier nicht möglich. Es geht nicht, außer du hast irgendwie, keine Ahnung, Flugzeug und Hubschrauber. Deswegen versuchen wir uns halbwegs hier durchzuschlängeln, müssen uns aber den Gegebenheiten der Natur anpassen. Das heißt, wir werden weiter diesem Canyon folgen und dann oben gucken, wenn es eine Möglichkeit gibt, eher wieder ein bisschen nördlicher laufen. Hier sieht man das Beispiel, was man eigentlich nicht machen sollte, aber ja, sind halt welche in Versuchung gekommen hier auf dem Trail, aber so eine Kaktuspflanze ist ähnlich wie bei einer Kiefer. Wenn du hier abschneidest, suppt quasi aus dem Stamm nach. Wenn du hier den Behältnis drunter packst, hast du quasi Wasser, also für die Notdurft. Aber gut, das sieht natürlich nicht schön aus, ne? Und wir haben ja genug Wasser bei und auch einen Filter deshalb. Aber so könnte man es machen in einer Notsituation. Okay. Ob wir in diese Notsituation kommen werden oder nicht, meine Freunde, es ist nur eine Frage der Zeit. Die Kamera lief nicht, aber Martin hat gerade geschrien wie ein Mädchen. Halt Schnauze, und? Was ist los, Mäuschen? Was ist los? So eine Spinne. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, sie war wahrscheinlich nur so, aber trotzdem, Real Talk. Sie ist hier drauf gedacht. Ah, Dicker! Hier ist doch das Netz da. Hier. Ja, ja. Oh. Also alles können wir machen. Aber bei Spinnen hört die Freundschaft auf. Sag ich dir gleich. Ich sammle mal einen Moment. Hör auf damit. Fritz, bitte. Ey, ohne Scheiß. Ich meine jetzt Real Talk. Mach's bitte nicht. Warte. Fritz. Sonst gehe ich wieder runter. Ich sag's dir. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Ich meine das ernst. Hier ist eine. Lass die Scheiße. Komm mal her. Wir machen jetzt eine Therapie. Das ist eine ganz kleine. Du, ich geh wieder zurück. Ist kein Problem. Also da, das ist... Was? Nee, mach ich nicht. Nee, es ist eine ganz kleine. Das kannst du mir nicht erzählen. Die ist so groß wie... Ja, jede Spinne ist giftig auf dem Planeten, Digga. Ja, ich bin auch giftig. Nee, das ist da meine... Hör auf mit dir, Wichse. Die ich hatte die ist, Angriff, die ist auf Angriff gerade. Hier, war es auch eine. Ja, die sieht ja gut aus. Oh, Digga, ich muss hier weg. Aber kann man die nicht essen? Kann man die nicht essen? Du kannst die von mir aus essen. Aber bei Grills ist sie doch sogar noch nicht. Ach, Quatsch, ich hab doch hier eine Spinne gegessen, oder? Ach, der Spinne gegessen in irgendeiner Höhle. Da haben die Beine noch so rausgeguckt. Da sehe ich Martin eigentlich schon. War's komplett aus. Aber es ist doch gut, wenn wir wissen, dass Martin irgendwann an den Punkt kommt, wo er einfach keinen Bock mehr hat, wo er wieder rumschreit, habe ich immer so eine kleine Backup-Spinne in der Hosentasche und die hole ich raus und dann zack, rennt er den Berg hoch, Alter. Martin, warte! Ich habe keine Ahnung, warum ich da so eine Angst vor habe, aber Spinnen sind mein Kryptonit. Aber bitte behalt's für euch. Reicht schon, dass Fritz das weiß. Ich glaube, das wird mir noch zum Verhängnis. Boah. Und auf Madeira, keine Ahnung, wie viel Gift die haben, aber vergesst niemals, jede Spinne ist giftig. Egal wie groß, egal wie klein, sie sind alle giftig. Die einen mehr, die anderen weniger. So, meine lieben Freunde, erste Pause. Fritz und Survival Joe sitzen da vorne. Joe wahrscheinlich. Hey. Meine ich ja. Für mich ist Survival Joe. Da unten sind wir hergekommen. Und einfach mal was Schönes machen. Wollen wir ein bisschen auffüllen hier. Ja, also bei mir ist fast alle, ne, die erste Flasche. Also ich würde mich freuen, wenn wir irgendwo jetzt eine Quelle finden, wo wir mal immer filtern können. Also. Aber du hast noch mehr mit? Ich habe noch mehr mit, ja. Ja, ja. Aber geiler ist es doch, wenn du schon immer wieder auffüllst, weißt du? Klar, aber aktuell sehe ich nichts. Ja, aber ich höre es. Mal hier. Ja. Die haben hier so eine, ich glaube, die fangen einfach das Regenwasser auf und leiten es nach unten ins Dorf. Beste Wasser, was es gibt. Nee, warte. So aktuell eher der Rücken, oder? Mach mal kurz, kannst du es kurz ausziehen, so hinten hin runter oder hochheben oder so? Ich glaube, das Hemd täuscht nur. Ich glaube, da drunter sieht es anders aus. Bisschen. Okay. Ja gut, okay. Ja. Ja, so. So, machen wir so einen Rundrücken? So ein, ja, guck mal. Das sieht doch gut aus hier.
2 Stunden unterwegs und 500 Höhenmeter lagen bereits hinter uns. Klingt nicht nach viel, aber zum Vergleich. Ein Stockwerk hat etwa 3 Höhenmeter. Also müsstet ihr über 150 Mal die erste Etage laufen. Mit Gepäck. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal so 5 bis 10 Minuten in die Richtung, gucken, ob es da weitergeht. Weil wir müssen uns laut Kompass mehr da hinten halten. Weil die andere Richtung ist komplett, Osten. Komplett die andere Richtung. Das bringt nichts. Wir probieren 12 Minuten und wenn wir merken, es ist ein Dead End oder keine Ahnung was, dann gehen wir wieder zurück. Okay? Also jetzt beginnt quasi eigentlich so dieses richtige DSU-Ding. Wir sind aufpassen jetzt. Ja. Alles gut. Das sag ich doch. Oha. Etwa alle 10 Minuten mussten wir Wasser trinken. Meistens ging das im Laufen, aber ab und zu brauchten auch unsere Beine eine kurze Auszeit. Zugegeben, es gibt schlechtere Orte für eine kleine Pause. Ich hab grad mein T-Shirt zum Trocknen in die Sonne gelegt und da war ein Komp. Ey, es ist. Ach du Scheiß, guck dir das an! Ich bin scheiß Igel. Ja. Aber, das sind schön. Komm, ich helfe dir eins bisschen. Boah, du hast aber auch so einen schönen Stoff, wo das ultra schwer gut oder gut hängen bleibt. Das ist ein Diesel, war, oder? Ja, wir machen noch 5 Minuten Pause. Ach, Scheiße. Hier ist das erste Mal so ein bisschen Wasser, was aus dem Pelz kommt. Aber das reicht noch nicht ganz. Oh ne, da bräuchte ich eine halbe Stunde, glaube ich. Ja, vielleicht kommen wir gleich hier unten links ans Wasser ran. Frage ist, ob wir da irgendwie rankommen. Auf jeden Fall aufpassen. Oh. Ja, ja, ey, jetzt ohne Scheiß aufpassen hier. No joke, jetzt ist wirklich hier, wenn du hier runterrutschst, bist du tot. Okay. Also hier jetzt mal Konzentration. Dann geht es nämlich richtig abwärts. Wasserfilter raus und auffüllen, sofort. Unter Belastung kann ein Mensch mehrere Liter Wasser am Tag verlieren. Deshalb war es für uns wichtig, an jeder möglichen Stelle unsere Wasservorräte aufzufüllen. Der Filter macht das Wasser erst trinkbar und schützt uns vor eventuellen Krankheitserregern oder Bakterien. kleiner Nervenkitzel muss aber sein. Das ist krass. Hier sieht man schön den Kelch. Da drüben! Weiß nicht, was man auf der Kamera sieht. Da in dem Bereich ist diese Höhle, wo wir raus sind. Da sind wir raus. Geil. Als Orientierung, hier ist unser Start. Hier drüben auf der anderen Seite ist das Ziel. Und ganz grob wollen wir hier hoch über den Pass, Hochebene und dann hier rüber, weil hier diese heftige Schlucht ist. Wir sind jetzt ungefähr hier. Das ist nichts. So, hier war der Start und guckt bitte nochmal, wo das Ziel ist. Lasst nochmal wirken. Wir haben jetzt so 2 Finger breit geschafft und wie gesagt, wir laufen hier nicht gerade Linie rüber, sondern quasi hier hoch, rüber, hier. Also wir haben 5% vielleicht so. 5%. Wir haben gut Höhenmeter gemacht, das muss man sagen. Aber rein von der Strecke her ist das nichts. Brauchen wir nicht drüber reden. Und darauf erstmal eine Schnitte, oder? Jetzt erstmal eine Schnitte. Eine schöne Bämme. Ja, natürlich haben wir auch unser ganzes Special Food bei, aber gerade so für die erste Etappe habe ich mir gedacht, einfach so eine schöne Schnitte. Materianischen Brot mit ein bisschen Salat, ein Scheibe Käse, bisschen Senf und ein bisschen Hühnchen. Das ist aber richtig gut, das ist wie ein Döner hier. Das ist quasi der Bergsteiger-Döner. Ne? Klassisch, bisschen Studentenfutter, auch mal einen Apfel, auch mal Vitamine rein. Ich hab da Salat drauf. Ja, ein paar Riegel einfach. Und für den Anfang. Jo, auch so ein Bergsteigerdöner. Ne? Sind 2. Kennst du den Arschbohrer? Na, ah, Tiger! Habe ich bei Monte gelernt. Ja, Tiger. Ey, Zitronen da hinten? Ey, der klaut hier einfach von dem Bauer die Früchte. Wieso eine Zitrone? Da wird er für mich arm, oder? Ja, man weiß es nicht. Das aber kurz, was hast du vor? Pass auf, kennst du einen Kickstarter? Wenn nachher so richtig. Wir haben keinen Tequila, Martin. Das meine ich auch gar nicht, aber wenn du nachher so einen schlaffen Moment hast, aufschneiden. Schlaffen Moment. Ja, dann zündet das Ding durch. Das mache ich damit. Ja. Hundertprozentig. Die ist Knüppel. Das sind alle Zitronen. Wenn Fritz recht hat. Ach nee, guck mal, die sieht gut aus. Die hat nur eine dicke Schale. Die hat
Oma ist richtig geil. Oh. Aber sauer, aber saftig wie Sau. Gut, oder? Leute, wenn alle Stricke reißen, einfach nehmen, in die Augen reiben. Der Rest hat sich von selbst erledigt. Digga, drücken. Kennst du diese Pressen, wo du so... Ja, du bist aber keine Presse, Digga. Und? Komm ehrlich, das ist doch geil. Ist schon geil. Oder? Der Speichel, wie wieder läuft, das ist so ein Zitruskick. Kriegst echt einen Kick, ne? Ja! Alter! Der Fußbus fährt. Der Fußbus fährt immer. Also ich habe mir überlegt, da wir noch an Abstiege kommen und an Aufstiege kommen, die halt ultra krass sind und ich gemerkt habe, dass es einfach geil ist, wenn du dich irgendwo abstützen kannst, mache ich mir jetzt meinen finalen Stock. Einen Wanderstock. Ey, nicht ohne Grund haben die alle bei irgendwelchen Alpenüberquerungen immer Stöcker. Und Bambus ist halt ultra flexibel, ne? Willst du Stabhochsprung machen oder was? Digga, ich will heil ankommen. Gib mir mal eine Sekunde. Gleich bin ich fertig. Okay, das war's wieder komplett. Ich dachte echt, der hat mehr... Ultra flexibel, saugeil. Der ist ja mega. Ich nehm den. Aber der ist halt ultra leicht, ne? Die ganze Energie vom Abstützen geht immer so. Gar nicht. Das ist richtig gut. Ja, ich find ihn gut. Nee, ist nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, wie viele Aufnahmen es dauert, bis der nicht mehr zu sehen ist. So, weil wir mal den alten Strauchdieb holt sich die nächste Zitrone, nachdem er jetzt schon diesen Bambus da abgeklopft hat. Also. Digga, man muss das nutzen, was da ist. Ihr wisst es, Freunde, ich bin hobbymäßig und auch zweitberufsmäßig Höhlenforscher. Vor allem, wenn sie schön nass sind. So, ich gehe jetzt da runter, ohne Rucksack. Feucht sind und tropfen. Ich glaube, das passt hier. Ja, ihr müsst erstmal sagen, was das hier überhaupt ist. Keine Ahnung, das weiß ich ja nicht. Das weiß doch keiner. Ich gehe jetzt da runter, einfach, und guck mir das jetzt da an. Weil wir müssen ja auch mal daran denken, wenn es mal richtig schüttet, macht es Sinn, sich vielleicht da drin zu verstecken, zum Beispiel, bis das Ding vollgelaufen ist. Das müssen wir halt rauskriegen. Und jetzt weißt du auch, wofür ich den Stock brauche. Oha, ist schon ein bisschen gruselig. Was ist das hier, Alter? Ist auf jeden Fall recht feucht hier drin. Keine Ahnung, aber das ist... Vor allem, was ich ein bisschen gruselig finde, ist, das ist Erde. Das ist kein Fels irgendwo, das ist komplett Erde. Dementsprechend finde ich das eventuell auch ein bisschen gefährlich, was so Einsturz angeht. Und das ist auch künstlich hier reingeschlagen, das sieht man. Hä? Ah, nee. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwie zur Lagerung gedacht ist. Das ist eine doppelte Einbahnstraße. Eine Art Y. Ja, ist nicht schlecht, so ein Stocker. Ist geil. Ist halt ein kleines Multitool. Sprung auf, Marsch. Weiter geht die Mittelfahrt. Wir sind jetzt das erste Mal wieder in so einem kleinen zivilisierten Dorf, das wir kreuzen werden. Ganz dahin sieht man schon, es ist vorbei und man geht wieder irgendwie in den Wald rein. Und Norden ist aktuell so in die Richtung. Ja? Also sieht eigentlich ganz gut aus. Na, leicht rechts. Passt schon, wir schlängeln uns durch. So, da oben ist irgendwo ein Hund. Den man bellen hört. Martin ist dezent am Ölen, Alter. Oh, der ist hier oben schon. Grüße. Na komm mal her. Na komm mal her. Ui. Mein Liebes. Ui. Ja, wir sind auf irgendeiner Forststraße, kann man fast schon sagen. Und da oben gehen die Eukalyptusbäume los. Geil. Ihr seht es vielleicht schon am Gesicht. Wir sind heftig am Ölen. Es geht die ganze Zeit bergauf. Nicht ganz so steil wie am Anfang mit so Treppenstufen, aber einfach kontinuierlich, immer schräg, schräg, schräg. Und jetzt bei mir auch der Punkt, wo es von der Lippe in den Mund reintropft, in die Augen rein. Aber ich glaube, Martin war schon seit zwei, drei Stunden an dem Punkt. Da bin ich wieder weiter drüber. Wichtige Info auch noch an dieser Stelle.
Wir laufen das Ding autark. Das heißt, alles, was wir auf der Tour haben und nutzen, haben wir im Rucksack oder versorgen uns aus der Natur, wie zum Beispiel jetzt Wasser. Zitrone. Auch mal eine Zitrone. Aber es ist halt nicht so, dass wir jetzt an irgendeiner Hütte vorbeikommen, wo wir uns irgendwie Essen holen oder ja, irgendeinen Supermarkt, sondern alles ist mit dabei. Wann kommt eigentlich der Moment, wo du sagst, wir genießen jetzt mal irgendwas? Genießen? Hier ist nichts zu genießen. Ich sag dir, wenn der Moment kommt, wenn wir genießen. Wenn wir das Lager aufgebaut haben, ja, es nicht regnet, das Feuerchen brennt und wir unser warmes Essen heute Abend. Da redet er, okay. Dann kommt der Genießenpunkt und dann hauen wir uns rein in den Sack. Klebrig, keimig, nass. Aber hauen warm, wir uns hoffentlich in den Schlafsack rein. Oh Gott, das wird auch noch. Ich hab grad so Bock auf eine Stulle, ey. Scheiße. Ich glaube, ich geh mal auf Jerky. Auf Jerky. Mir tropft's schon hier vom T-Shirt von der Nase. Wolltest du mir ja nicht glauben, ne? Du hast echt einen Poncho mit? Ich hab echt einen Poncho mit. Okay. Hast du den schon mal benutzt? Ja. Mammutmarsch. Den würde ich mir mal angucken wollen noch. Ultra leicht, aber die Säule ist halt nur 1,5. Aber ist das einer mit so einer Aussparung für den Rucksack noch, oder? Da kriegst du einen Rucksack drunter. Ja. Ja. Und auch die Arme und so, alles gut. So, was haben wir denn hier Schönes? Rehbrat. Rehbraten. Macht ja voll Sinn. Gut. Du siehst nicht so begeistert aus irgendwie. Hä? Ich weiß nicht. Das ist so ein Schwarzbrot, so ein Pumpernickel-Ding. Okay. Was mache ich da drauf? Da gibt's nichts zu, oder was? Wissen nicht, musst du dein Paket gucken. Soll ich mal ein bisschen Beef Jerky? Ja, Beef Jerky dazu knabbern, hä? Ja, ich trinke so ein bisschen Schokolade. Oh, ey, es geht langsam los, ey. Ich merke richtig so ein so Lethargie hier, die aufkommt. Oh, Digga, wo ist mein Beef, Alter? Money will Beef. Ah, hier, Turkey Jerky Honey Mustard. Oh, das klingt aber gut. Okay. Gern dir. Jerky Jerky Honey Mustard. Du gehst bei der Tour auf jeden Fall stark auf Brot, ne? Ja. Ich, für meinen Selbstversuch schon 30 Tage nur Wasser und Brot. Da übe ich jetzt schon mal. Und? Ja, ah, ist okay. Okay. Ah, echt schon trocken. Vor allem, wenn man so eine Geile hat wie du, weißt du? Ich meine, ich hatte die ja auch, aber so. Naja. Das ist geil. Können wir auch mal einprobieren, ja. Das ist geil. Wirklich gut. Weil es Brut haben. Echt? Ja. Oder Türke, aber ich glaube, es heißt eher Turkey. Das ist Türke, ja. Tatsächlich Türkei. Mhm. Kurze Pause. Und dann schlagen wir uns weiter hoch. Es wird jetzt, wie gesagt, langsam kühler, deswegen habe ich jetzt umgemodelt auf Funktionsshirt. Und mein anderes ganz leichtes T-Shirt, was klitschnass ist und hier schon die ersten weißen Schweißrenner hat, habe ich jetzt am Rucksack einfach festgemacht. Ich habe hier noch so eine Materialkarabiner am Rucksack außen dran. Und damit kann es jetzt einfach ein bisschen trocknen und lüften. Das werde ich bestimmt noch brauchen. Ist auch hier einfach schon komplett am Arsch und kaputt. Schweizer Käse. Damit habe ich schon die ein oder andere Tour durch, meine Freunde. Guckt euch das an, das hatte ich schon auf dem Selvaggio Blu an. Auf dem härtesten Wildnis-Track Italiens. Freunde, das allererste Mal jetzt sehen wir dort oben den Kamm. Da müsste tatsächlich auch dann ungefähr ja, die Passstraße sein, von der es dann weiter hoch Richtung Hochebene geht. Es ist langsam schon sichtbar. Wir haben gerade echt Glück, dass wir hier diesen ja, Forstweg gefunden haben, wo wir ganz gut vorankommen. Und ihr kriegt es ja mit, ich habe es im Intro schon mal gesagt, aber will es hier nochmal ansprechen. Das ist nicht straight line und keine Ahnung, nur geradeaus laufen, sondern die Mission ist, von einer Seite des Meeres auf die andere zu kommen, ja, und dabei das zu nutzen, was vorhanden ist. Mal ein Track, mal nur ein Pfad, mal so ein Forstweg. Ja. Und das ist die Idee dahinter. Es ist so ganz was anderes als das erste Mal. Aber sich durchschlagen ist es trotzdem. Man schlägt sich quasi von einer Seite zur anderen Seite durch. Genau. Also Martin will jetzt tatsächlich wirklich dieses Brackwasser hier filtern. Und du willst mir erzählen, das schmeckt gleich nicht nach Erde. What the fuck? Hä?
Hä? Hä? Als ob. Ich glaube mir, du wirst nicht merken, dass ich... Wenn ich Spritzpup jetzt von dir kriege. Kannst du nicht. Du wirst gerade gleich denken so, Digga, das schmeckt nicht mal ansatzweise nach Erde. Nach nichts schmeckt das. Das ist krass, das ist das Wasser da. Das ist krass, ne? Ich trau dem nicht. Hä, das ist... Das ist krass, oder? Das ist wirklich krass. Das ist wie so eine magische Flasche. Das ist wirklich, hä? Aber das muss ja dann irgendwo da drin kleben oder so. Kann man den rückspülen? Den kannst du rückspülen, ja. Das ist heftig einfach aus die... Also... Ja, gut. Okay. Vielleicht... Aber weißt du... Vielleicht tue ich mir auch so ein Ding. So, hier kommt plötzlich so ein Jurassic Park Tor. Do not open steht da bestimmt. Ja, dead inside. So, hier gab's einen kleinen Erdrutsch anscheinend in den letzten Tagen. Oh, ein kleiner ist gut, du. Ein schön groß. Das heißt, wir sollten vielleicht unser Nachtlager nicht direkt unter so einem Hang aufbauen. Oh, hier, hier, hier. Ah, es geht los. Kackerscheißer. Kackerscheißer mit Easy-Flugzeug. Es wird gleich den großen Kuhangriff geben. Ich will gleich schon rennen, ohne Scheiß. Was sind wir denn überhaupt hier? Sind wir noch auf Madeira? Hä, hier geht angeblich gar kein Weg hoch. Was wäre denn logisch? Logisch wäre, den nach oben zu nehmen. Ich glaube, das ist ein Dead End. Also rein vom Gefühl. Nimm mit den hier. Okay. Ich bin so okay überall. Ah, doch, das ist gut, 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 gut. Doch, mal da oben, ja! Hä? Digga! Sieht gut aus eigentlich. Gut, Alter. Aber die. Ey, ich hoffe, dass das unten. Ey, das Ding kann nicht irgendwo einfach mittendrin aufhören. Nein. Das muss irgendwo da auf so einem Pfad oben wieder rauskommen. Ja, ja. Aber weißt du, was das hier ist? Das ist auch ein geiler Lagerplatz hier. Oder? Ja, aber die Kühe kommen halt heute Nacht. Fressen die Zelte? Nee, aber ich habe nur so einen Biwaksack, die latschen auf mich drauf. Deswegen muss ich bei dir mit ins Zelt. Wie viele Leute passen bei dir rein? Ein halber. Ein halber? Ein halber. Na, dann müssen wir beide Embryonalstellung machen. Aber geil, oder? Sieht aber auch finster aus da drüben. Vertrocknet? Kaputt? Nein! Ist vorbei. Warte noch mal, nein. Es ist vorbei. Nein! Ich gehe jetzt nicht zurück, Digga. Ich suche mir jetzt einen Kuhpfad, ist mir scheißegal. Hier. Der normale Weg, den wir hier gelaufen sind, endet einfach hier. Auf nichts, das kann nicht sein, Digga. Das ist einfach nicht. Ohne Scheiß, ist mir jetzt egal. Wir müssen es hier hochschlagen. Ich gehe jetzt hier auf diesen Kuhpfad, der hier losgeht. Ja. Aber generell, lass mal kurz, wo wir hier noch einen Überblick haben. Und auch hier überlegen, weil da oben ist so eine Querlinie, da kommt wieder ein Weg. Da müssen wir hin. So. Und aber haben wir nicht irgendwo einen Weg drauf gesehen? War das Ding da drüben? Nee. Nee, die sind alle viel weiter unten, glaube ich. Wir dürfen aber nicht hier in diesen Fluss rein. Wir müssen uns eigentlich so ein bisschen fast gerade hier so hoch, ne? Siehst du da oben? Das sieht aus wie so ein alter Weidenzaun oder sowas, der da geht. Ja, stimmt. Das bedeutet doch im Umkehrschluss, entweder ist da noch ein Trampelpfad. Daneben meinst du? Daneben, ja. Dass wir parallel an dem langlaufen. Ja. Also entweder schlagen wir uns jetzt bis zu dem Zaun, du. Lass das probieren. Oder wir gehen erstmal auf diesen komischen Trampelpfad von den Kühen. Weil du siehst den ja nicht. Nicht, weil er nicht da ist, sondern weil diese Pflanzen drüber gewachsen sind. Digga, jetzt geht's los. Ja. Ich glaube, das war genau das, was wir gemeint haben. Das andere war Vorgeplänkel. Oh, Digga. Okay, ich mach erstmal auf den langen Arm. Dass da jetzt nicht die Scheiße durchlaufe. Gleich vorbezecken. Siehst du das hier unten? Ja, pass auf, hier ist ein Weg. Ich glaube nicht, dass dieser Weg da oben hingeht. Nein, tut er. Der wird nicht. Nur ans Wasser gehen. Tut er auch nicht. Und dann würde ich gefühlt eher hier hochgehen und dann. Oder querfällt ein oder keine Ahnung was, weißt du? Ich würde dem Verlauf ganz kurz folgen. Okay. Weil ich nämlich glaube, und das ist so meine Vermutung, entweder kreuzt der irgendwann da, der Fluss kann nicht groß sein, oder der kommt da erst raus, weil du siehst der ja. Der muss. Entweder kommt der von da. Da hinten irgendwo in der Rille lang gehen. Weil da drüben ist nichts, ne? Das ist so, das ist nichts. Hier in dieser Biegung. Dass wir hier. Ja, komm, scheiß drauf. Freestyle jetzt. Ja, jetzt ist jetzt Freestyle jetzt einfach. Jetzt mach ich schon mal eine GoPro an, Digga. Jetzt einfach GoPro an, auch mal Freestyle. Oh, Alter! Und, ja, beruhigt euch, es war nur ein Dornbusch, wo ich reingefallen bin. Scheiße! Das holt sie allein, Junge! Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir immer weiter in die Scheiße reinlaufen. Du hast gesagt, no retreat, no surrender. Wir gehen ja. Weiter, oder? Ich weiß nicht mal, was das heißt. Ich glaube, kein Rückzug, keine Unterwerfung. Ja. Eine Stunde waren wir den Berg hochgestiegen und die Passstraße war in greifbarer Nähe. Aber wir wollten es einfach nicht wahrhaben, dass wir hier tatsächlich an einem Dead End gelandet sind. Ey, es wird immer schlimmer, kann das sein?
Ich mach mich bereit für alle vier, ne? Also, weil das wird gleich auch passieren. Was, alle vier? Ich gehe auf alle vier. Naja, wie willst du denn weiterkommen, Digga? Was, alle vier? Ich glaub, du hältst dich bis auf den Berg auf allen Vieren hoch. Ach komm, hör doch auf. Martin! Digga, hier ist alles voller Scheiße. Geht das hier weiter? Nein, da ist, ich versuche gerade zu spotten da drüben, aber da könnte so ein kleiner Pfad sein, aber das sieht schwierig aus. Ach, auf jeden Fall Scheiße. Nee, hier kommst du nicht lang. Aber du könntest Wasser knappen, ne? Aber drüben geht's weiter. Geht's weiter? Drüben ist auch so ein Pfad. Ja, Digga, Schnur aus, rüber. Hä? Da ist alles von Dornen. Ja, aber wer sagt denn, dass dieser Pfad da drüben hochführt? Der Pfad kann doch einfach außen rum und dann hinten wieder runterführen. Da hoch. Digga, das gefällt mir nicht. Ah, ich häng fest. Wir müssen hoch. Wir müssen kurz mal hier, warte. Ich weiß nicht, wie lange das geht, aber hier ist... Ah, der, nee, ah, ich glaube doch nicht. Na, was denn nun? Digga, hier kommen sofort nur Dornen. Genau das war meine Befürchtung. Dead End, wir hängen mitten in nirgendwo fest. Kleine 360 Grad Drehung. Wir sehen es nicht ein, komplett wieder zurückzulatschen und haben jetzt hier oben so einen Zaun entdeckt. Oh, hier sind, hier muss man aufpassen, überall Stacheln. Hier oben ist plötzlich so ein Ding, wo man rüber kann. Aber guck mal, da zum Beispiel, siehst du diesen Helmbereich hier? Davon rede ich, ja. Da habe ich das Gefühl, man kommt hoch, aber ich habe Angst, dass wir uns jetzt übelst wieder immer weiter in die Scheiße reiten. Das kann auch genau so ein Bachlauf sein, den wir noch nicht hören. Weißt du? Also kannst du hinten noch runtergehen. Ja. Ich weiß es nicht, ob wir es riskieren wollen oder ob wir die Scheiße jetzt wieder runtergehen. Weil der andere Weg, nur dass man ein Gefühl kriegt, von diesem Bereich sind wir gekommen. Da, und vermutlich, das Gatter übrigens da. Ja, krass, da unten ist das Gatter und das ein Stück Straße, was wir gelaufen sind. Theoretisch müssen wir fast ungefähr wieder dort hinten hin und dann dort außen rum durch diesen Wald und ganz da hinten über den Kamm da hinten hoch. Da scheint auf jeden Fall ein Weg zu sein. Lass auf Nummer sicher gehen, oder? Ich glaube, das sieht hier... Ich sehe auch keine Kuh, nee. Wofür es jetzt lohnt würde. Nee, komm, nee. Nee, ich fühl's nicht. Wir reiten uns wieder in die Scheiße, dann stehen wir wieder drin. Wir kommen einfach nicht raus. Bei dem anderen wissen wir, okay, da ist auf jeden Fall irgendwie ein Track, der hoch zur Passstraße führt. Und dann ist der vielleicht eine Stunde länger, aber wir haben Gewissheit, dass wir dort auf jeden Fall ankommen. Ja, jetzt gehen wir erstmal wieder nur rückwärts alles. Man muss doch die Gelegenheit nutzen, wenn man bergab läuft, einfach zu traben. Wir rennen nicht, sondern das passiert von ganz alleine. Du winkelst aber die Beine nicht komplett durch. Das heißt also immer wie in so einer leichten Kniehocke. So ein leichtes Abfangen und pop, pop, pop. Genau. Und der Rest passiert von alleine. Ich sieht aus, wenn gleich ein Baum rauskommt, wirklich. Geht aber auch nur, wenn es flach bergunter geht. Ja, jetzt ist es wieder jetzt langsam. Oh, jetzt muss ich. Aber weißt du, was es bedeutet? Dass der mittlere Weg auch falsch gewesen wäre, weil das ist der. Ja, definitiv. Ach Gott, ey. Also, auf dem wir jetzt sind, ist nämlich der mittlere Pfad von vorhin, genau. Aber, muss man mal positiv sehen, hätten wir den mittleren genommen, wäre auch am Arsch gewesen. Also war die Chance eigentlich nur 2-1. Ja, es gab zwei Fallen und einen richtigen Weg. Ja, und wir haben aber mit einem Weg quasi zwei Fallen ausgeschalten. Das muss man auch erstmal schaffen. Okay, wir sind so gut. Ja. Du kannst auch kein Wasser ziehen hier. Das ist ein Argument. Ich wollte euch eigentlich gerade zeigen, dass das der Bach ist, der von oben runterläuft. Und ich zeige es euch jetzt nicht, aber genau hier hinter liegt ein riesiger Kuhkadaver. Der hängt mit einer Seite im Wasser. Ja. Das Skelett hängt auch mit im Wasser. Also wir zeigen es jetzt nicht so, es muss einfach nicht sein. Man sieht die Knochen, man sieht die Haut und so weiter. Es riecht vielleicht auch ganz leicht. Und das führt natürlich dazu, dass hier gewisse Erreger einfach ins Wasser kommen. Und natürlich dann auf der anderen Seite hier mitgetragen werden. Also wenn man jetzt da runter geht und sich Wasser holt. Ist es kontaminiert. Ich weiß, bin mir nicht sicher, ob so ein Filter das rausholt oder nicht. Vielleicht einen gewissen Teil, vielleicht auch nicht. Digga. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier gerade wieder auf so einem Weg angekommen. Ist halt auch ein geiles Geländer, ne? Also. Und ja. Und diese arme Kuh, ey, die ist einfach hier abgeschmiert. Aber da siehst du mal, wie gefährlich das hier auch sein kann. Ja, da oben ist die vollgeschissene Kuhebene. Aber ich riskier's. Freunde, wir sind wieder am Ölen, weil es jetzt wieder hochgeht. Wir sind raus aus dem Wald. Wir waren unterhalb der Linie da, ne? Da ist dieser Turm hier noch. Alter Scheiße.
Und hier müssen wir jetzt noch komplett oben rüber, bis wir dann oben auf dem Pass sind. Das ist hier vom Wasser. Seite. Nein, hier an der Seite ist richtig reingeschlagen. Hier so, bam, bam, bam. Ich glaube, das ist künstlich hier. Auf jeden Fall ist das hier irgendwie ein totes Rinnsal. Ey, aber Digga. Ja? Kommen wir auch wieder raus aus dem Rinnsal? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen mal kurz hier ein paar Meter reingehen, weil ich es einfach zu geil hier drin finde. Es ist geil kalt hier drin. Alter, guck mal an, es ist richtig zugewuchert hier oben überall. Martin ist erleuchtet. Oh! Das ist einfach so die Dead Road hier runter. Das ist einfach das Symbol für, gehe nicht diesen Weg oder du wirst so enden. Alter! Digga! Was ist das denn für ein Ausblick? Wir können auch schon die Hochebene hinten sehen. Fuck. Da müssen wir nicht hin. Fuck. Das sieht echt noch richtig weit aus. Da hinten. Wo die Propeller reden. Wo die Propeller sind, da müssen wir noch lang. Ach du Scheiße. Das sieht noch ganz schön nach was aus. Durch unseren Umweg hatten wir zwar Zeit verloren, aber schließlich waren wir abends auf Höhe der Passstraße angekommen. Belohnt wurden wir mit einem spektakulären Ausblick. Uns wurde klar, was wir geschafft hatten, aber auch, was noch vor uns lag. Wir sind wieder auf der Straße angelangt, oben auf der Passstraße, quasi auf ca. 1200. Und soll ich dir was sagen? Back in the game! Ich glaube, back in the game. Das ist der Punkt, wo ich letztes Jahr meine Kamera hingestellt habe und diese Kurve hier bin ich mit meinem Fahrrad, mit dem Gravelbike angeballert. Hier, nimm uns mit! Back in the game, Mann! Wir atmen kurz durch und dann überlegen wir uns was. Schlafplatz, weitergehen, vielleicht wieder ein Stück absteigen. Lass mal kurz runterkommen. Okay, pass auf, folgende Situation. Es ist wie so eine Taktikbesprechung jetzt. Ich werde mir ein paar Steine nehmen, um ein paar Punkte zu symbolisieren. Pass auf, Stein Nummer 1, Paul Dumas, hier war der Start. Hier sind wir hoch, durch diesen kleinen Ort durch, hier weiter, auf dieser Straße, hier rüber. Hier oben war das Dead End. Dann sind wir hier lang geschlangelt. Hier war die Kuh, die Tote. Und dann sind wir hier hoch. Pipapo ungefähr. Das heißt, wir sind jetzt hier. Unser Ziel ist hier. Aber wir werden hier über die Passstraße hier reingehen. Und hier hinten über die Hochebene runter. Das heißt, Höhenmeter haben wir den größten Teil jetzt geschafft. Wir haben uns komplett bis hoch geknüppelt. Aber guck mal. Das ist noch viermal so viel. Ich würde sagen, wir haben ein Viertel Grad. Rein von der Strecke haben wir ein Viertel. Wir dürfen nicht vergessen, hier, es geht ja jetzt nicht langsam entspannt bergab. Ich glaube, es wird hier immer mal wieder ein bisschen hügelig gehen. Hier auch auf dieser Straße. Nicht so schlimm. Bist noch da? Ich bin da. Ich habe jetzt mal zwei Vorschläge. Ja. Du kannst ja auch sagen, ob einer davon eventuell in Frage kommt. Ja, erzähl mal. Vorschlag Nummer 1. Ja. Wir packen hier unten, wo wir gerade waren, ja, das Lager jetzt auf. Ja, okay. Ganz entspannt, ein bisschen Spaghetti Bolognese, bisschen Chili Milli, bisschen so. Aber dafür morgen früh Sonnenaufgang, 7.30 Uhr Dämmerung, Abbau, Gibi. Wäre eine Variante. Variante Nummer 2, wir sagen jetzt, wir gehen noch ein bisschen spazieren. Problem ist dann, wir wissen nicht, was noch kommt, ob wir einen geilen Lagerplatz finden, dies, das, um jetzt noch ein bisschen was zu machen. Variante Nummer 3 höre ich jetzt von dir, wenn dir keine der beiden gefällt. Jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich dir sage, ganz ehrlich, ich bin gebumst. Ja. Das sage ich dir so, wie es ist. Ich merke auch, mir ist schwindelig. Dieses zur Ruhe kommen zeigt mir einfach wieder auf, Martin, du bist, wenn du jetzt weitergehst, kacken wir wieder ab. Es ist eigentlich, wir sind jetzt an dem Punkt bei der letzten Durchschlagübung, wo ich in den, mir die Schuhe nass gemacht habe. Ganz genau. Und ich glaube, ja, wir machen den Vorschlag 1, wir gehen hier rein, bei Dämmerung bauen wir ab und verpissen uns weiter. Ja. Okay. Und vielleicht, und ganz ehrlich, ich möchte das aber offen lassen, vielleicht ziehen wir durch, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch nicht. Weil wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir wissen nicht, aber ich denke, es wird eine arschgeile Nummer. Weißt du, was wir heute gerockt haben? Ich weiß, dass das nicht viel auf der Karte aussieht, aber das ist gewalttätig. Das ist Körperverletzung. Digga, was sieht man hier nicht, dass das dahinter nochmal 600 Meter runter geht? Das ist halt echt so. Man denkt so, ja, das ist irgendwo drin, das Wasser, so, nein. Genau, auf dieser Kante ist ja nicht, ne, ja, Küste oder was, dahinter geht's, ja.
Da ist die ganze steile Scheiße noch. Gut, ich nehme jetzt meinen Rucksack und suche mir einen schönen Platz. Bis morgen. Fritz, du machst doch Biwaksack, ne? Ich mach Biwaksack, ja. Also ich hätte nur eine Tüte. Müllsack quasi. Er hat einfach Schiss, dass er in die Kühe tottrappelt. Ich glaube, das meint er auch gar nicht so witzig. Der meint das ganz ernst. Mein 1-Kilo-Zelt. Da ist der Ausgang. Wo ist das hin, Digga? Oh, und wieder rein in die Scheiße. Alter, das ist zum Kotzen, ey, wirklich. Ist dieses Ultraleichtzelt vielleicht leicht komplizierter als andere Zelte? Ja. Absolut. Definitiv. Kriegt's auf der GoPro hier leider nicht scharf. Aber hier ist eine Zecke. Und die ist nicht gerade klein. So, ich fixiere hier die Isomatte mit diesen Straps, damit ich hier unten einfach noch ein bisschen Volumen habe und meinen Schlafsack nicht platt drücke. Ich packe den schon mal rein, da drin ist er nämlich geschützt und er kann sich ein bisschen entfalten. So. Voila. So gespannt, ob ich friere, ob ich mit diesem Ding einfach sterben werde oder ob es einfach geil wird. Also ich wäre ja für geil, damit wir morgen halt einfach rocken können. Also ich sag mal so, ne? Man sieht ja da hinten, wir sind auf Wolkenhöhe. Wir sind in den Wolken. Definitiv in 2-3 Stunden sind wir in den Wolken. Da siehst du hier nichts mehr. Da werde ich einfach über mein Zelt fallen. Was mit dir eigentlich, Survival Jay? Schläfst du bei uns oder? Ja klar, ich werde mich hier in diesen Dornbusch reinhauen. Und dann läuft das. Nicht. Ich glaube, ich stelle mir heute Nacht einen Wecker. Den hört er ja nicht, ich bin ja hier. Und dann werde ich mich an sein Zelt anpirschen mit der GoPro, Rotlicht und werde so einen richtig lauten. Hä? Wir machen gerade ein Interview. Und sag mal, wie würdest du dich fühlen, wenn er das bei dir machen würde? Ich würde weinen, ich sag's euch ganz ehrlich. Oh, mir ist schlecht! Ich werde jetzt schön ein kleines Feuerchen anmachen, meine Buschbox. Die habe ich extra hier hochgeschleppt. Und mir dann was Feines kochen. So temperaturmäßig, ne? Ihr seid jetzt beide in Jacken hier auf einmal. Ich habe Thermometer mit, ne? Ja, du nimmst mal Thermometer. Wollen wir mal rausholen? Also ich sag dir, heute unten in der Sonne auf jeden Fall 20 Grad. So, wir lassen das mal kurz ein bisschen hier arbeiten. Dann gucken wir gleich mal. Wir sind schon unter 10. Großartig. Die Sonne ist noch nicht weg. Was meinst du, was haben wir heute Nacht als Tiefstemperatur? 0 Grad. Echt jetzt? Ja, 0. Also ich, zur Not komme ich bei dir mit rein. Das kannst du dir komplett knicken. Martin, es geht dann wirklich ums Überleben. Ja, dann... Was, dann sterbe ich oder was? Dann brichst du halt ab, ganz einfach. Ja, abbrechen heißt dann was? Ich laufe zurück? Ist denn dein Problem, Mann? Oh, oh, es geht los, Freunde. Es geht los. Ich glaub das nicht, ey. Mein Kocher kriegt er nicht. Ach so, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Digga. Erstmal gibt es gleich ein kleines Feuerchen. Jetzt muss ich hier auch noch. Ich werde mir jetzt hier. Beides a la Bolognese machen. So ist der Plan. Dafür brauche ich aber so ein Feuer und ich brauche heißes Wasser. Da tasten wir uns jetzt ganz langsam ran hier. Was ist das für ein... Ich hab das doch schon mal gemacht. Digga. Das macht doch gar keinen Sinn. Wer entwickelt? Wer baut sowas? Hä? Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Buschbox. Ich finde die geil. Das ist halt, wenn man Gewicht am falschen Ende sparen will, ne? Nein, nein, da handelt das nicht davon. Guck mal, ich habe sogar extra das Grillrost, habe ich auch noch mit hochgeschleppt. Einfach nur aus Dekadenz. Ach scheiße, was war jetzt mit dem Thermometer hier? 6,3 haben wir gerade. Naja, ist doch gut. Wir haben noch nicht mal Sonnenuntergang. Kannst du mal deine Buschbox so anders hinstellen, Alter? Ich sterbe hier. Kann ich jetzt nicht mehr anfassen, das geht tatsächlich nicht. 6,3, das ist ja nicht schlecht. Schau ein bisschen. Also ich mache das auch wirklich nur, weil ich das ausprobieren will. Normalerweise würde ich hier ein paar Steine hinlegen, Feuer machen, fertig.
Nudeln noch ein bisschen knackig. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, einfach was Warmes im Magen nach so einem Tag, geil. Ich glaube, Martin ist nicht so happy mit seinem Koffer. Ey, das ist wirklich der letzte Rotz, das kannst du vergessen. Over and out. Ich sehe das schon kalt. Wir sehen uns später. Auf Madeira bricht die Nacht schnell ein und es gibt extreme Temperaturstürze. Durch die Höhe verbrachten wir die Nacht teilweise direkt in den Wolken. Klingt cool, ist aber vor allem eins: nass und kalt. Boah, und es hat nicht geregnet. Trotzdem alles nass. So, vor mir hier der Biwaksack mit schon leichten Wasserperlen drauf. Da drüben, oh, man sieht es kaum, ist Martin. Und leider fängt das die GoPro nicht ein, aber ich habe einen ultra krassen Sternenhimmel. Ja. Guck hier oben so ein bisschen raus, werde wahrscheinlich noch das Mückennetz zumachen. Vielleicht schlafe ich aber auch einfach direkt so. Dann kann die Kuh mir auch einfach viel besser ins Gesicht jumpen. Ganz witzig ist, mein Handy funktioniert gerade wie so ein Nachtsichtgerät. Schau dich das mal an. Hier sieht man wirklich alles. So sieht's auch für mein Auge aus. Also ich kann hier wirklich komplett den Rasen vor mir erkennen. Hier mein Biwaksack. Ja, dort unten die Stadt, die gefühlt brennt. Aber auf der GoPro sieht man einfach nichts. Aber das ist das Bild, was ich wirklich auch in meinen Augen sehe. Und da sieht man einfach richtig schön diesen Mond. Und auch diese Wolken wirken in der Realität einfach komplett weiß. Ich habe einen richtigen Schatten, der hier geworfen wird. Durch die starke Strahlung des Mondes. Guckt euch das an. Ich bin seit 5.30 Uhr wach und gucke mir gerade an, Reefed reagiert auf unangenehme Fragen mit Papa Platte und Sympathisch TV und dem guten alten Revi. Grüße gehen raus. Ich habe kalte Füße und mein Biwaksack ist klitschnass von innen. Nee, läuft, keine Nacht, Arsch, keine Nummer. Ja! Das ist immer so, wenn ich so, ja, die pennen jetzt irgendwo da oben auf diesem Plateau zwischen Kuhscheiß, die sollen sich mal nicht so haben. Ey, der, das ist was anderes hier. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie das ist es? 11, oder? Nee, so schlimm ist es gar nicht. Es ist nicht so schlimm, wie ich dachte jetzt. Also außen ist es deutlich schlimmer. Ja, hier ist doch alles nass an dem Komplett. Also es ist nicht mehr so. Aber ich glaube, also es ist halt richtig nass, feucht, aber nicht so, als würde es halt drauf regnen. Genau, so, genau, ne? Genau, so ist es nicht. Naja, ist halt geil, aber trotzdem ist irgendwie alles nass. Aber naja. Es interessiert mich nicht. Das war mein Zelt für diese Nacht. Dieses Ultraleichtzelt hat gerade mal ein Kilo gewogen. Ich will euch mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht. Ich habe halt so eine kleine Innenkabine und man sieht auch schon, ohne dass ich irgendwas groß zeigen muss, dass alles nass ist. Ne? Hier, das läuft hier alles komplett runter. Schlafsack, Daune, ganz wichtig. Auch das Loadout könnt ihr euch gerne bei Fritz angucken. Da seht ihr nochmal ganz genau, was ihr für Zeug bei haben. Wenn ihr Bock haben solltet, nochmal detailliert zu wissen, was habt ihr bei gehabt als Ausrüstung, dann können wir das gerne auf dem Live-Kanal nochmal durchspielen. Und ja, eine Isomatte, auch ultraleicht. Hier ist mein Rucksack drin, in einem Raincover verpackt, weil diese Wolken sind einfach hier durchs Zelt gezogen. Das war halt das richtig gesehen, wie da drin die Gicht stand. So. Also für den Zweck hat es gut gehalten. Ich weiß nicht, wie es ausgesehen hätte, wenn. Ich muss kurz reingrätschen in deine Aufnahme. Was ist los? Hier. Steh mal auf und guck mal in die Richtung da hinten. Da hinten am Horizont sieht man jetzt das erste Mal Windräder. Die Windräder. Und das ist einer der Checkpoints, wo wir noch lang müssen. Wir kriegen gerade ein Gefühl, was vor uns liegt. Das ist doch viel höher noch. Das ist doch höher als das hier. Das ist noch mal ein Mühe höher, ja. Und da hinten ist vielleicht so ein bisschen chinesische Mauer mäßig schlänglich. Digga, die sind so groß wie kleine Streichhölzer. Die sind aber eigentlich normalerweise 100 Meter hoch. Ja. Nee, jetzt kannst du weitermachen. Aber ich fand's gerade geil. Ach, schön's, danke. Du motivierst mich unglaublich, mein Freund. Ja. Wo er gerade da so winkt. Guckt euch mal da hinten diese Wolkenwand an, die hier so wie so eine Walze in die Hochebene kommt. Auf den Punkt zu bringen, Fritz hat in den Biwaksack, ich will es mal ganz kurz, komm, Kameramann, wir rennen mal einmal rüber. Ja, ja, mal ganz kurz. Ganz kurz mal so anschneiden. Pass auf die Kuhkackehaufen auf. Fritz hat in den Biwaksack auch ultra leicht geschlafen. Der ist von außen klitschnass, aber ja, von innen? Von innen ist er schon feucht. Man sieht es ja auch auf dem
ne, auch. Aber das ist nicht klitschnass, das ist ja wahrscheinlich aber deine Atemluft oder was du gesagt hast. Ja, das ist der Kondenswasser, was sich drin bildet. Aber ich habe nicht drin gefroren, obwohl es down ist. Ja, so, okay. Vielleicht müssen wir heute, wenn die Sonne noch mal richtig knallen sollte, mal kurz 20 Minuten alles ausbreiten, trocknen, das ist halt einfach so. Ja. Scheiß drauf. Gut, dann würde ich jetzt sagen, pack du zusammen, ich pack zusammen und wir treffen uns in T-minus einer irgendeiner Zeit gleich hier wieder und dann... Irgendeiner Zeit, damit kann ich arbeiten, ja. Ist gut, oder? Machen wir in irgendeiner Zeit ungefähr. Pipapo. Ich kann ja, dass ich eine Minute länger brauche. Bevor ich jetzt quasi alles einpacke, werde ich mir noch schnell eine Runde Rice and Pudding ansetzen. Das Ding ist, eigentlich muss ich es ja mit warmem Wasser machen, habe ich aber gerade nicht. Ich nehme einfach kaltes Wasser. Mit so einer langen Dusche. Wenn man doch durchweichen lässt, ist das gut. Und Fritz will halt auf dem Weg essen und nicht nochmal eine Pause machen. Deshalb mache ich mir das einfach schon ready. Komm mit. Dann kann ich es einfach so beim Gehen. So. Ich muss Martin sein Frühstück tragen. Das ist Teamwork. Oder? Man hat auch gerade einen schmerzverzerrten Blick gesehen, no joke, als sein Rucksack aufgesetzt hat. Der hat irgendwie Druckstellen hier. Martin, Druckstellen? Was ist da los? Mal ein Statement dazu? Ich habe ihm gesagt, er soll diese Hüftflossen nutzen, aber er macht das immer nicht. Halt unter Schmerzen, ne? Aber vom Rucksack? Ja, ja. Das hat sich halt richtig reingeschnürt und ich habe mich gerade halt ultra hier, ne, da erschrocken. Es hat sich halt richtig ins Fleisch geschnitten. Hier, hier wird auch da tatsächlich Ziel... Ich kann gar nicht rauffassen. Das Wenn nicht, nehme ich dir ein bisschen Gewicht ab. Auf Ehre. Erstmal ein kleinen Pudding. Und dann geht der Tag ganz anders los. Okay, dann lass mal ein bisschen Pudding essen. Oh, Alter, das ist sicher nochmal eine Slow-Mo. Alter, das war ja... Das war ja knapp. Das war ja wirklich geküsst. Um euch nochmal kurz abzuholen. Wir sind hier drüben gestartet, in Paul Domar. Haben hier einen schönen heftigen Aufstieg auf bis zu 1300 Meter gemacht. Das ging hier rüber, hier, hier, hier. Und sind jetzt hier oben an dieser Kammstraße. Das ist das, was wir geschafft haben. Ja, hier drüben, das werden wir später gleich sehen, kommt ein riesen Canyon und den wollen wir vermeiden, indem wir dem hier so ein Stück umlaufen. Das heißt, nächster Checkpoint wird circa hier sein, dann geht es über die Hochebene rüber. So ist zumindest der Plan. Ja. Also es wird so ein kleiner S-Verlauf, weil hier kommen wir nicht durch. Das werden wir, wie gesagt, gleich noch sehen. Und jetzt als allererstes heißt es erstmal ein bisschen Straße hier rüberkloppen. Nach einer sehr windigen und nicht wirklich erholsamen Nacht war ich am nächsten Morgen froh, endlich wieder loslaufen zu können. Mit dem Ausblick und dem Sonnenlicht war das tatsächlich was richtig Tolles. Nee, ich glaube, das ist es nicht, Digga. Die hat gefaucht, ne? Ja, zweimal. Die hat ihren Kopf so bewegt. Und Digga, das ist ein Bulle. Das ist ein Bulle, ja. Da unten ist es Meer. Ist es? Das ist das Meer. Doch, da ist schon das Meer. Das ist ja, die andere Seite. Weißt du warum? Meer? Weil der Canyon quasi hinten runter geht und hier irgendwann rausfließt. Digga, ich krieg halt Gänsehaut. An dieser Stelle sehen wir das allererste Mal schon die andere Seite. Das ist ein Feeling, Alter. Krass. Ja, ja. Aber nur so als kleiner Vorgeschmack, falls ihr jetzt denkt, oh, okay, ist ja lame. So ein Teil wie hier, wie ihr vor uns seht, müssen wir da hinten wieder runter. Das ist ähnlich vom Terrain. Ich glaube, es ist sogar noch steiler und es wird, glaube ich, richtig dschungelmäßig. Es wird sehr wehtun, glaube ich. Ich freue mich drauf. Und ich hoffe, wir werden das heute noch erreichen. Ja, guck mal, da kommt die Wolke raus. Ach, geil. Also füllen wir hier noch nicht auf, oder was? Na, ich fülle jetzt hier nicht auf, weil das geht ja hier noch weiter. Okay, also du bist dir zu 100% sicher, dass wir auch auf den ganzen Weg noch die ganze Zeit Wasser haben werden? Na, meinst du, das Wasser ist einfach so weg? Nee, aber es kann genau wie hier einfach verschwinden, Digga. Aber es kann einfach irgendwo abzweigen. Aber meinst du, das sehen wir und dann können wir anhalten und sagen, hey, warte mal, das Wasser verschwindet genau hier, wollen wir jetzt hier auffüllen? Okay, das ist ein Argument. Also lass uns weiterlaufen. Nur als kleiner Tipp, guck mal, da vorne ist noch Wasser. Wir können jetzt erst mal bis zur Ecke gehen und dann treffen wir eine neue Entscheidung. Gucken, ob noch Wasser da ist. Ja, okay, finde ich gut. Du kannst aber auch schon mal 2,5 Kilo in deinen Rucksack reinladen und das weiterschleppen.
Ich hab Durst, Digga, deshalb. Ja, dann trink doch. Wenn du jetzt Durst hast, trink doch was. Ja, aber jetzt will ich mich nicht bücken, geh. Ist halt einfach auch anstrengend. Trail closed, Wanderweg geschlossen. Circuito per momento, fermento es intento. Wahrscheinlich? Also dann wird safe vorne wahrscheinlich irgendwo einen Erdrutsch gegeben haben und der Weg ist weg. Ja. Hier hoch. Du hast einen dicken fetten Popel an der Nase. Ah, dicker Mann! War das der oder ist der Der hängt noch? Immer noch. Echt? Oh, warte. Gott. Hör auf! Nimm einfach ein Taschentuch. Ich gehe hinter die Kamera. Martin, kannst du mal gucken, ob der weg ist? Nee, da ist immer noch ganz schön. Ach komm, ich sitze! Da ist immer noch was. Verarsch mich. Digga, halt in die Kamera. Ist da noch was drin oder nicht? Ich will nicht, dass es mir unangenehm wird, gefilmt wird. Die ganze Nase ist voll. Kannst du auch lassen, mein Gott. Können wir mal Karte Kompass machen? Weil jetzt müssen wir ja irgendwie jetzt eine Lösung finden. Ja, hol mal die Karte raus und dann finden wir mal eine Lösung. Ich habe schon eine Idee. Du hast eine Idee? Aber ich glaube, die würde dir nicht gefallen. Oh, Digga. Naja, also mein Plan wäre, ist natürlich jetzt vorbildsfunktionsmäßig eine schwierige Nummer, aber wir sind ja auf einer Durchschlagung. Ich würde einfach mal den Weg folgen. Langsam, du gehst vor und dann gucken wir mal, was passiert, oder? Wir werden dann auf Portugiesisch angeschrieben, das sage ich dir gleich. Aber du kannst doch recht gut Portugiesisch. Obrigado. Was hältst du von dem Vorschlag? Halte ich nicht viel von, weil da sind ja irgendwo auch Arbeiter, weil seine Tasche hängt hier vorne. Die werden uns einfach mal seine Mittagstasche. Ich glaube, dass da Bauarbeiten einfach sind, deshalb. Es setzt langsam der Wahnsinn ein. Also ich halte es einfach in dem Fall einfach für sinnvoller, nicht halt Angst zu geben, weil wir so zurück müssen. Okay, dann würde ich sagen, habe ich hier wirklich einen saugeilen Track gefunden. Was hältst du von dem hier? Ich meine, klar, man könnte jetzt rechts die Stufen hochgehen, aber der sieht für mich geiler aus. Hast du aus gestern nicht gelernt? Der hat aus gestern. Der hat aus gestern nicht gelernt. Fang mal, Manni, Achtung! Das war scheiße. Ja. Ich bin mit Kacker beworfen. Ich warne dich vor, das ist wieder so ein Ding. Dead End. Du wolltest doch jetzt nicht unten lang auf dem Pfad. Ja, aber wer sagt denn, dass das der Pfad hier ist? Das ist ein Kuhpfad, Digga. Ja, okay, wo lang? So wie gestern. Nee, okay, wo lang? Oder wollen wir doch wieder runter und zu den Bauarbeitern? Ja. Ey, vielleicht können wir die auch bestechen. Bestechen? Womit denn? Hast du Geld mit? Regel oder so. Powerriegel. Ey, nee, jetzt mal ohne Schatz. Meinst du, wir können ihn bisschen belabern oder dass wir doch vorbei können? Du kannst so, una, por favor, obrigado, Ding. Wie sieht's aus? Ja, dieser sogenannte Track teilt sich auf in 1000 verschiedenen kleinen Wegen. Und es ist halt einfach nicht zu sehen, wo es jetzt hier Sinn macht. Es kommt gleich ein Bereich, da geht's nur auf Vierfüßlergang weiter. Digga, ich weiß nicht, wo das hier hinführt. Das letzte Mal, als wir es gemacht haben, weißt du, wo es geendet hat? Versuchen wir wirklich die Bauarbeiter zu bestechen, dass wir sagen, wir müssen da durch. Ich würde das auch ziemlich witzig finden, irgendwie, wenn ich ehrlich bin. Ich versuche es auf Englisch einfach dann. Also der Plan ist jetzt, den Bauarbeiter zu bestechen? Ja. Also wir gucken erstmal, was ist die Lage, was ist passiert. Fritz bautet schon mal vor. Und sollte es dazu kommen, dass es halt wirklich nur irgendwas ist, wo man doch irgendwie vorbeikommt, dann frage ich die einfach ganz nett. Weil wir brauchen diesen Track hier, wir brauchen diesen Weg. Weißt du, ich versuche auf Englisch den zu erklären, hey, sorry, I have a mission, but we have to come to from the eine end to the andere end. So, we must go here over there. Vielleicht verstehen sie mich, vielleicht auch nicht. Wenn ich Zeichensprache, ich habe auch einen Fuffi bei, weißt du, dann hauen wir den Fuffi dazu und dann lassen die uns schon durch. Einfach mal so einen Zehner hinhalten. Ja, und dann Fuffi. Fuffi? Das ist ein bisschen teuer, oder? Wegzeug? Fuffi, das ist ja einfach so. Einfach nur so einen Zehner mal. Unkommentiert. Einfach nur so ein Zehner hin. Ich sag so, hello, we have a mission. Yeah. Can we go this way for a little bit money? Ja, ja. So, also auch ganz, ganz cringy. Mach das, Alter, mach das.
Ihr wisst aber schon, dass sie jetzt die Straße nicht irgendwie besetzt halten oder so und man die bestechen kann, weil da vielleicht einfach wirklich was passiert ist. Ja, aber das sind Profis da. Wie wollt ihr den Erdrutsch bestechen? Die sind doch auch da. Die sind doch auch da. Die müssen auch da arbeiten. Vielleicht können wir da dran vorbei unter deren Sicherung. Und dafür kriegen die einen kleinen Obolus. Hallo. Yes? Ich und this Levada is being closed for a while. Is it really not possible that we go across? It's just a minute. We are. Well, I don't know. Can you speak to my boss? Is in the front. Okay. What is you name? Can speak there. Denise. But you can go speak with them if you let you go. Das, was mir am besten gefallen hat, er sagt zu mir so, nein, geh nicht. Und Martin hält zu den Zählen, is it really not possible? Und er so, maybe. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen wie bei Pokémon. Wenn ihr in die Arena reinkommt, ihr geht nicht direkt hier zum Arena-Leiter und wollt euch in den Orden ziehen. Ihr müsst erstmal an den ganzen Trainern vorbei. Ja, und wenn ihr die besiegt habt, dann kommt er zum Endboss. Moin, the chef. Okay. We speak to the chef. Okay. Okay, thank you. Thank you. Yeah, okay. We have to say, okay, we give us a small piece of paper. Please pass. Okay. No. Okay. We go on the side. Yes. Yeah, okay. No problem. Okay. Thank you so much. Thanks. Fix this in? Ja, alles gut. Also, dass das geklappt hat, das ist wirklich unglaublich. Man muss auch einfach mal weitergehen. Aber die wollten kein Geld, ne? Also, das ist krass. An dieser Stelle natürlich nochmal sagen, Leute, wir haben natürlich ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben Thank you so much. Wir haben sich ein bisschen rumgeblödelt. Ja, man soll natürlich auch ein bisschen respektvoll rumgehen und so weiter und nachfragen. Wenn die jetzt gesagt hätten, ey, geht gar nicht, dann wären wir wieder zurückgegangen. Aber genau. Notfall hat, auch durchs Wasser, ne? Genau, wir wären auch durchs Wasser sonst gegangen. Genau. Ja. Ey, war eine witzige Nummer. Hat geklappt. Aber das gehört dazu. Ja, das ist auch genau Teil der Punkt. Der Mission. Okay. So. Jetzt haben wir quasi eine Baustelle, haben wir im wahrsten Sinne des Wortes überwunden. Und jetzt gucken wir mal, was uns erwartet. Gut, Jungs, dann aufs Nächste. Okay. Vielleicht auch schon die Hochebene, wir wissen es noch nicht. Ja. Also irgendwann kommt die Hochebene, aber wir wissen nicht, was da kommt. Ja, no problemo. An der Stelle hier hinten sieht man jetzt nochmal richtig schön diesen Canyon. Wir sind quasi hier auf der linken Seite, sind wir heute Morgen komplett auf dem Kamm lang. Und jetzt machen wir quasi die Querung, weil das ist genau der Punkt. Wir hätten quasi von da oben einmal bis in die Schlucht runtergemusst. Und wieder hoch und ja, das Freestyle. Und das ist nicht möglich, man sieht es ja wieder. Deswegen war halt der Plan, okay, wir umlaufen das und haben jetzt genau diesen Scheidepunkt erreicht. Und jetzt versuchen wir hier hin auf diese Hochebene raufzukommen. Ich habe ja auch kartenmäßig geguckt, es gibt von dort drüben bis hier rüber keinen Weg. Also keinen, eigentlich mal einen kleinen Trampelpfad oder sowas eingezeichnet. Nicht ohne Grund? Ja, ich meine, macht halt auch keinen Sinn, ne? Ja, wofür? Jetzt hier noch mal ganz schön, wie sich im Laufe der Tour die komplette Umgebung ändert. Ne? Ich habe es ja schon gesagt, es wird ein bisschen frischer, mehr Feuchtigkeit im Norden der Insel. Ja, und jetzt hier auch schon die ersten Farne. Am Anfang war es sehr trocken in dem Canyon, oben auf der Hochebene mehr so Büsche, aber jetzt kommen wir langsam auch in das gewünschte Dschungelfeeling. Kurzzeitig dann auf die Hochebene und ich glaube danach wird es richtig dschungelmäßig. Hier sieht man auch richtig schön, wie einfach schon das ganze Wasser überall rauskommt. Das kannst du im Endeffekt ungefiltert hier schon trinken. Weil es direkt einfach durch den Boden gefiltert ist und damit ja noch die ganzen Mineralstoffe aufnimmt. Also angeblich soll es da irgendwie weitergehen noch. Wir müssen es nur finden. Im Endeffekt, Pi mal Daumen, müssen wir da so lang. Jetzt gerade nicht. Der Plan ist wie folgt: Da hinten ist irgend so ein Einheimischer. Ich glaube, der war da angeln oder sowas. Und eine Zwille in der Hand. Martin geht jetzt hin und fragt sich mal, ob er einen Weg kennt, dass man da irgendwie hoch kann.
Also wir haben jetzt hinter uns, ich zeige euch das gleich auch nochmal, da ist so ein, gib mir mal die Kamera, ich mach das alleine. Survival Jay ist hier zwar am Start, aber das war gestern zu krass für ihn. Deshalb. Hey, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Okay, also hier sieht man, hier geht es wieder runter in die Canyon. Aber wir haben natürlich die, ja, die Gelegenheit gefunden und da ist so ein Weg. Was ich aber sagen wollte ist, wir werden jetzt hier unsere Wasservorräte auffüllen, denn wir werden jetzt gleich aufsteigen. Und zwar zeige ich euch mal nur diesen Beginn dieses Weges. Der ist quasi gar nicht zu erkennen. So, da oben, da soll es hochgehen. Seht ihr dieses Holzgeländer da? Da. Das Holzgeländer und hier, da diese, geht's runter. So. Wenn du jetzt aber hier ankommst, siehst du das einfach auch gar nicht. So. Gut. Dann werden wir jetzt hier mal Fresh Water auffüllen. Oh, das sieht gut aus. Ja. Hier sollen wir ein bisschen frisches Wasser holen. Einmal Erklärbär bitte. Ja, ich habe hier einen kleineren, einfacheren Filter als Martin. Martin hat so ein Hightech-Ding mit Aktivkohlefilter. Ist auf jeden Fall einige Level über dem hier. Aber ja, das Ding kommt hier direkt aus dem Fels irgendwo. Oh, nice. Das ist aber eine richtig geile Nummer. Oh oh. Ja, naja. Ist halt dann. Läuft, ich sagen. Ist halt mal die Tüte zuhalten hier. Ist halt. Ja. Und dann presst du es einfach durch den Filter durch. Genau, ich presse das durch. Da in diesem Filter muss man sich vorstellen, ja, sind so ganz kleine Mikrokammern, die halt ganz klein sind und wo dann ja, Schwebstoffe, Protozonen, Bakterien und so festhängen und nicht durchkommen. Deswegen dauert das halt auch so lange und hat so eine kleine Durchflussmenge nur. Es ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, jetzt wird's ernst. Wir wissen nicht, ob das da ein Weg ist. Ich habe den Einheimischen nicht verstanden, aber das ist Teil der DSÜ. Wir schlagen jetzt durch. Vielleicht müssen wir auch den ganzen Weg wieder zurück. Sorry. Also wir schlagen uns jetzt nach oben durch und schauen, ob das halt funktioniert. GoPro, Lep, bist du bereit für ein kleines Abenteuer? Ja. Ja, Mann. Ich dachte, wenn deine Akkus sind wieder voll, kann das sein? Ja. Alter. Frisches Wasser, Weizen, ja. Snack, also komm. Digga! Platsch. Jetzt, wo das Wasser wieder aufgefüllt ist und wir sind so bei 3,5 Kilometer, das ist schon ein Unterschied. Wir müssen uns ja auch immer mal orientieren. Orientieren? Orientieren. Oh, da haben wir aber noch. Ah, guck mal, da oben an der Kante. Da beginnt die Hochebene. Okay. Bis da müssen wir noch durchschlagen. Oh, oh. Das, bisschen, ne? Das ist echt noch ein bisschen. Oh, hier ist hier. Vielleicht kommen wir auch schon da oben raus. Mal gucken. Entweder kommen wir da oder hinten raus. Nice. Okay. Hast du den Weg? Hab ich. Aber hier wieder aufpassen. Oh, geil. Ah, der ist schön hier, der gefällt mir. Aber was komplett anderes, ne? Es ist so geil gerade. So ein geiler Weg. Ich bin am Ölen, du. Alter, was hier für ein Plateau ist, guck mal. Krass, Digga. Dreh dich mal um. Nee. Jawohl! Das ist die Hochebene. Das ist die Hochebene. Ja. Und da hinten müssen wir rüber, lang, keine Ahnung was. Ja. Da hinten, das ist so surreal. Wir sind auf 1400 Meter. Ja. Und wenn man sich einfach mal umguckt, wie flach das jetzt hier ist. Also klar, da hinten ist immer noch hügelig. Aber ja. Digga. Ja. Das war gerade noch mal ein bisschen anstrengend. Ein bisschen ist gut, ne? Ja. Mit einem unglaublichen Aufstieg hatten wir die Hochebene erreicht. Eine surreale Umgebung, fast wüstenähnlich. Und es macht tatsächlich einen sehr großen Unterschied für die Psyche, wenn man endlich das Etappenziel erreicht hat. Der Punkt ist übrigens, wir wissen jetzt nicht mehr so richtig, wann das nächste Mal Wasser kommt. Also kann sein, dass das Meer das nächste Wasser ist. Ja, also ich denke mal, mit dem Abstieg wird vielleicht, wenn wir Glück haben, nochmal irgendwie was kommen. Aber es kann auch sein, dass das letzte Mal war, wo wir Wasser auffüllen konnten. Erstmal einmal zusammen drehen, einmal die Kamera 360 machen. Das ist gerade so ein erhabenes Gefühl, endlich wirklich oben zu sein. Hochebene erreicht. Ich hoffe nur, wir müssen nicht da noch hoch. Ah, nein! Weil das dahin ist echt noch mal ein Stücke. Kann ich nicht einschätzen. Das sind auch noch mal. Aber also ganz grob als Orientierung, wir müssen hier hinten links an mir weg. Eventuell vorm Hügel, vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung.
Komm, wir folgen jetzt hier erstmal dem, dem Track. Das sieht jetzt schon wieder aus wie so, wie so ein alter Forstweg oder sowas, oder von Bauern. Ja. Oh, das glaubst du nicht, wo wir durch sind und jetzt sind wir hier. Weil ganz ehrlich, das sieht halt einfach aus, als wären wir normal irgendwo, weißt du? So, als wäre das wäre eben eine Null. Das hier Paschenfeld. Ja, aber nee, Freunde. Nee. Das ist 1400 Meter. Genau. Mehr, ne? Jetzt müssen wir auf. Doch, auf 1,4 ungefähr, ja. Nur als Orientierung. Hinter diesen Windrädern, ganz dahinter, kommt das Hochgebirge von Madeira. Da geht es dann richtig schroff auf 1,8 und so weiter. Oh, mir reicht das hier, die 1 hier. Nee, wir haben uns ja für den Weg entschieden, weil es hier nicht so viel Zivilisation gibt. Ja, genau. Bei dem ganzen Kram da hinten, wo auch das Hochgebirge ist, ist deutlich mehr Zivilisation. Und hier haben wir ein bisschen mehr unsere Ruhe. Na, guck dich um. Geil. So, komm. So, für die Leute, die es immer hinterfragen, gibt es denn da keine Zecken? Oh doch, reicht nicht, Freunde. Da sieht man sie. Wie geht's dir? Inzwischen bin ich schon ganz schön gebumst. Mir tun auch die Füße ganz schön weh. Also, freue mich echt so, wenn man so merkt, okay, man geht dann runter. Das ist schon sehr... Auch wenn es nicht so wirkt, aber... Ja, das Fluchen hält sich noch in Grenzen, ne? Ja, ich reiß mich aber auch zusammen. Ich habe mir auch geschworen, dieses Mal reiß ich mich zusammen. Ich möchte nicht wieder der blöde, blökende Typ sein, der in der schönen Natur durch die Gegend brüllt. Also generell, Karte ist eingenordet und jetzt geht es natürlich darum, auch sich ein bisschen grob zu orientieren. Wir sind hier diesem Levada-Weg gefolgt und müssten jetzt ungefähr kurz vor dieser Straße, dahin sieht man ab und zu mal so ein paar Autos kreuzen, also das heißt, wir befinden uns hier, da wo der Stein liegt. Hier unten nach Seixal wollen wir und wollen aber über diesen Pfad hier absteigen. So, ne? Also ich mache hier mal so ein paar, dass man das so sieht. Wir halten uns halbwegs in die Richtung und versuchen da durchzukommen und werden dann immer wieder ein bisschen gucken. 12.08 Uhr. 12.08 Uhr. Ich würde auf jeden Fall gern eine klassische Mittagspause machen, wo wir auch unsere Ausrüstung einmal raus sind und trocknen. Weil wir wissen nicht, was noch kommt. Nachher kommt noch eine Nacht und dann haben wir nasse Sachen. Buschbox ist am Start. Ja, mein schöner verrußter Feldbecher. Und werde mir gleich hier ein bisschen Spaghetti Bolognese machen. Die Ausrüstung liegt hier draußen und kann ein bisschen trocknen. Die werde ich auch gleich nochmal wenden. Sieht nämlich schon so aus, als wäre die erste Seite trocken. Und Martin da drüben muss aufs Toilettchen. Der Magen grummelt. Ist bestimmt ein Bild für die Götter gerade. Bitte pixeln, falls man was sehen sollte. Einfach in der Russenhocke und dann geht's los. Mit Baum anlehnen ist nicht, weil es sind keine Bäume. Okay, ich mach mal hier zu Ende. Freunde, bevor es jetzt gleich in den finalen Abstieg geht, gönne ich mir jetzt einfach noch mal ein bisschen Milchreis mit Beeren drin. Und die sehen richtig gut aus. Guckt euch das an. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich werde jetzt einfach mit einem Schlag aufessen. Den Scheiß kann sich doch keiner angucken, Alter. Ich werde jetzt ein wenig Spaghetti Bolognese essen. Guten Appetit, liebe Freunde. Das ist Johannes und Johannes wird uns jetzt quasi... Johnny Rakete, nenn ihn einfach Johnny. Johnny Rakete 2.0 wird uns jetzt begleiten. Wenn alles klappt, bis runter. Wenn nicht, wird er mit uns im Dschungel pennen. Deshalb hat er jetzt auch ein bisschen was an Gepäck bei. Denn wir haben gesagt, wir auf keinen Fall gehen wir ein Risiko ein. Und er hat richtig Bock. Er hat richtig Bock. Ich hab richtig Bock. Und so bei welchem Punkt bist du? So 1 bis 10? Bockmäßig? Bockmäßig? Ach doch, so solide 2. Ich bin bei einer 11, Junge. Die Hochebene war abwechslungsreich, aber im Verhältnis zum Aufstieg auch sehr schnell vorbei. Noch waren wir keinen Meter abgestiegen. Wir wussten, das kommt noch. Also Hochebene ist jetzt beendet. Hochebene ist beendet, ja. Ja, ist gerade so eine Übergangsphase, genau. Genau, ja. Gerade so eine... Aber du siehst ja, Hochebene konnte man ja weit gucken, fast schon so ein bisschen wüstensteppenmäßig. Jetzt geht's hier eher in so ein... Ich finde keine Worte dafür, keine Ahnung. Das allererste Mal sieht man so ein bisschen das Tier. Genau. Das ist ein gutes Gefühl. Deswegen brauchst du noch erstmal Energie ein bisschen. Ich bin auch dafür und ich werde mir jetzt einfach ein bisschen Beef Jerky reinknallen. Survival... Nein. Joe, möchtest du auch ein bisschen Beef Jerky? Also ich habe in dieser Tour echt verschiedenste Namen bekommen und keiner gefällt mir. Johnny Rakete? Johnny Rakete findest du doof? Ja. Möchtest du ein bisschen? Es handelt sich hierbei um Beef Teriyaki. Nein, danke, ich esse nicht. Gut, dann. Weiter geht's. Mit dem Meer am Horizont machten wir uns auf in den Abstieg.
Die anderen belächeln zwar immer meinen Stock, aber ich sag euch, dass der das hier so abfedert und du die Treppen legen kannst. Ich liebe meinen Stock. Ich liebe ihn. Und der speichert auch noch die Energie. Ihr sitzt hier, gibt halt so ein bisschen nach und boom, geht das weiter. Kein Problem, mal so ein bisschen. Das muss man einfach mal hier so zack, boah, nicht mehr so krass hier auch. Boah, abgebremst, abgebremst. Ah, das ist gut, das ist richtig gut. Ich liebe meinen Stock. Ich nehme den noch mit nach Deutschland. Meinen Stock. Ich und mein Stock. Ich und mein Stock. Geschätztes Gefälle? 20.000%. Heftig auf jeden Fall. Martin, weißt du, was krass ist? Guck mal, man sieht hier im Vergleich zu den anderen Stellen, die wir haben, überall Moos. Und es ist alles feucht. Das ist genau die Nordseite, von der ich dir erzählt habe. Hier hängen normalerweise komplette Wolken drin. Und es ist alles voll mit Moos bezogen. Und hier auch wieder die ersten blättrigen Pflanzen. Man merkt dadurch, dass man einfach Höhenmeter runter gemacht hat. Ja. Der Boden ist auch wieder wie unser Waldboden. Ne? Mhm. Ich habe wieder so einen kleinen Mini-Pfad. Dem folgen wir jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen. Ja, springen wahrscheinlich. Zu viel Bear Grylls geguckt, oder was? Digga. Oh, hier sind Felsen. Sehr gut. Ey, das war nicht echt so. Das war mit Absicht. War lässig. Man darf nicht vergessen, wir sind von 1400 runter. Und diese 1400 haben wir gestern in 8 Stunden sind wir die hochgewandert. Mit Pausen dazwischen und so weiter. Und jetzt knallen wir quasi 1400 Meter innerhalb von... keine Ahnung, 3 Stunden wieder komplett runter. Und bei jedem Mal abstufen, jede 20, 30 Zentimeter, musst du halt dein komplettes Gewicht immer abdämpfen, abdämpfen, abdämpfen. Und es geht halt einfach dann irgendwann auf die Substanz. Und man darf nicht vergessen, wir sind schon fast 2 Tage komplett unterwegs. Das ist auch so eine Trainings- und Gewöhnungssache. Aber bei uns im Flachland zum Beispiel ist es halt einfach nicht so. Ja, wir sind mittlerweile auf ca. 550 Höhenmeter und man sieht auch hier wird es jetzt schon deutlich saftiger und grüner. Extrem große Farnblätter. Ne, da oben sind wir lang. Guck dir das an, das sieht schon derbe geil aus. Aber ist natürlich auch anstrengend. Ne? Aber guck dir das an, wie Martin da in diesem grünen Blätterdach sitzt. Fehlen nur noch so ein paar Affen, die hier umher springen. Bisschen so Mowgli, Dschungelbuchmäßig. Kotzt du da? Aber Mann, wenn du brichst, müssen wir das schon auf Cam haben. Ich brech nicht on Cam, vergiss es. Das können wir doch pixeln. Das ist auch widerlich, wenn du die Kamera einfach so drauf hältst. Das können wir immer noch rausschneiden. Für mich ist es aber einfach ein scheiß Gefühl, Mann. Real Talk, soll ich die Kamera ausmachen? Mach mal bitte aus, wirklich. Ein Moment, in dem mir einfach alles zu viel wurde. Zum Glück habe ich mich schnell erholt, auch wenn mein Gang inzwischen eher aussah wie ein angeschossenes Reh. Let's go, der Hase! Ja, das ist niemals der Weg hier. Man ist wie so ein Flussbett oder sowas, das könnte man nehmen. Alter, hast du meinen Stock gesehen? Ist arschgeil, so ein Stock, muss ich echt sagen. Ich war Erster! Halt doch keine Handschuhe. Alter, das ist doch lebensmüde. Einfach mal reinjumpen! Hey, das sieht schon geil aus, gerade hier. Das ist krass. Alter. Von da oben sind wir gekommen, Alter. Noch höher, über den Wolken waren wir da drin. Über den Wolken waren Mittlerweile wir. Mittlerweile ist mein Bein übrigens auch am Zittern. Ja? So ganz leicht, so ich, puckern. Ja, puckern ja, ist, ja? Ich bin froh. Freunde, wir sehen das allererste Mal. Urban. Ja, wieder Häuser. Wieder auch so Straße zu sehen. Alter, geil. Alter, Wahnsinn. Auch wenn die Beine wehtun, einem schlecht ist, aber dieser Moment war für mich sehr besonders. An einer Felskante stehen, das Ziel vor Augen, in die Ferne schauen, das Meer. Einfach der absolute Wahnsinn. Das ist der Grund, warum ich solche Abenteuer mache. Ja.
Ja, übrigens, hier wurde auch, Fun Fact, hier wurde auch die Szene bei Harry Potter gedreht mit der komischen Spinne. Das sind eigentlich Spinnenbeine. Nee, das hier ist das Setting von Fuchu, also unendliche Geschichte. Oh, Johannes denkt sich so beim Film, der Scheiß kommt eh nicht rein. Halt's Maul. Ich halte einfach nur drauf, weil ich nicht unhöflich bin. Ja, aber jetzt aber was für die Extended Version für dich. Gut. Martin, was? Ich hab gesagt, da sieht man den ersten Heuhaufen, aber es kam gerade nicht so rüber. Ist gerade irgendwie ein anderes Feeling hier so. Rauszukommen plötzlich. Ja. Das ist noch ordentlich runter. Oh, wir sind noch nicht da. Ich glaube, wir sind hier nur in so einem Bauernding erstmal. Wassermelone. Wollen wir uns einen Zopf? Ach, nee, jetzt geht das wieder los. Du kannst doch jetzt hier nicht einfach so eine Melone klauen. Digga, einfach so eine Wassermelone. Einfach am Straßenrand. Ja, die haben die Bauern hier bestimmt hingelegt, weil die hier nachher noch abholen. Ja, it's ein gutes Scheiß. Hi. Hier oben sehen wir jetzt übrigens das allererste Mal das Schild. Unser Ziel ist ausgeschildert. Seixal. Wir müssen irgendwie. Ja, hier geht der Pfad weiter. Das ist der Pfad. Du, wir bist auch noch ans Meer. Das sind locker noch 300-400 Höhenmeter jetzt. No joke. Das sind immer noch keine Bananen. Was sind das? Aber keine Ahnung. Das kann man essen? Dass das hier was zu essen ist? Das sieht nämlich so Manin. Aus, als wenn man die essen kann. Martin, warte. Du saßt vor gefühlt 30 Minuten halb kotzend auf der Treppe. Und jetzt fängst du an, irgendwelche Früchte hier zu naschen. Ich mach den Test, okay? Wenn ich allergisch reagiere. Die würden das doch hier nicht pflanzen, wenn das nicht einen Nutzen hätte. Ja, vielleicht ist das irgendwie, machen die damit Schmieröl oder so für ihre Mopeds. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch ein ein Ökokraftstoff. Ich weiß es doch nicht. Konifern. Ja, kann man auch essen wahrscheinlich, oder? Sonst würden sie die hier nicht pflanzen. Digga, das ist aber nicht das. Mann. Hast du meinen Camcorder runtergeschmissen? Großartig. Das ist genau das, was ich jetzt noch nicht brauchen kann. So, Freunde, jetzt haben wir doch schon mal einen richtig, richtig guten Ausblick aufs Meer. Mal gucken, vielleicht machen wir da vorne wie in Pauldomar am Hafen des Finnisch. Und hier sehen wir schon richtig schön die Nordküste. Geil. Aber wir sind immer noch nicht unten. Martin will hier schon wieder irgendwelche exotischen Früchte am Wegesrand probieren. Ja. Also ich will, guck mal, für die hier oben. Ich brauche eine richtig. Die hier? Nee, die hier. Nee, die ist nicht. Die muss fast dann alleine in der Hand fallen. Dann sind die gut. Ah, ich glaube, das ist eine Nuss, Digga. Nee, das kennen wir. Das ist einfach der Kern. Echt jetzt? Kann man essen? Oh, du kriegst so Flitzekacke nachher, wenn wir durch sind. Das ist eine Pflaume. Du bist auch schon so eine Pflaume. Ich esse den Scheiß nicht, Alter. Das ist eine Pflaume. Es schmeckt 1A wie eine Pflaume. Geil. Oh. Schmeckt so nach Pflaumensaft ein bisschen? Ich nehme noch eine. Nee. Wir lassen mal die eine durchrutschen. Aber geil, eine Pflaume. Aber was für eine kann ich dir nicht sagen. Aber lecker. Sehr fruchtig. Eine madeirianische Pflaume. Die Einheimischen gucken uns hier ganz komisch an. Was denn jetzt? Nein, hör doch auf, da irgendwie schon wieder was abzumachen. Kürbis. Ah ja, willst du jetzt einen Kürbis fressen oder was? Du halluzinierst schon. Ich denke, das ist der optimale Zeitpunkt, um mit Martin auch mal über die nächste Durchschlageübung zu sprechen. Wir müssen uns ja steigern. Also müssen irgendwie vielleicht mehr Kilometer kommen oder anderes Environment. Leute, wenn ihr irgendeine Idee habt für Teil 3 ja, dieser Saga, dann schreibt gerne mal eure Ideen in die Kommentare. Die Schütze kriege ich auch noch hin, aber Fritz, das vermittelt völlig den falschen Eindruck. Du bist richtig zerstört. Ja, ich bin auch nicht zerstört. Mir geht's gut. Also, ich bin zerstört. Ich glaube, ich kann für den Durchschnittsmenschen reden. Das war schon hart. Obwohl ich nur die Hälfte mitgelaufen bin. Die Hälfte? Ja, klar, das, du, ich will nicht beschreiben, dass es nicht hart war, definitiv.
war das hart und anstrengend. Aber ich habe ja auch schon 3 Wochen Bootcamp hier. Ich habe ja fast 12, 13 Wanderungen hier gemacht. Ich bin ja akklimatisiert. Das Meer. Für Euphorie. Das Meer. Digga, wir sehen das Meer seit 4,5 Stunden, sind völlig am Arsch. Was für Euphorie. Wir brauchen einfach die positive Stimmung fürs Ende. Ja, wir sind auch positiv drauf. Aber erst am Ende. Digga, ich kann kaum noch laufen. Das ist so was, der RTL-Reporter. Jungs, ein bisschen Euphorie, wir brauchen was für die Bilder. Wo gehen wir denn jetzt lang? Hier oben, ne? Da unten ist übrigens das Ziel, Freunde. Wir wollen ein bisschen Euphorie haben. Da unten am Hafen, ja, mit diesem kleinen Mini-Leuchtturm oder was ist, da ist das Ziel. Aber jetzt kommt noch mal ein Labyrinth. Mann, hast du eine Idee, wie wir hochkommen? Nicht, dass wir nachher in Dead End hängen und wieder oben müssen. Also hier drüben war so eine Gasse. Die, glaube ich, können wir nehmen. Oh, das ist Zitronenbaum, Digga. Das ist Zitronenbaum. Guck, halt drauf bitte! Halt auf die Zitronenbaum, das wächst hier wie Sand am Meer. Zeig den Leuten jetzt den scheiß Zitronenbaum. Zeig mir jetzt den Zitronenbaum. Mann, die wollen das sehen. Das war wichtig jetzt. Ohne Scheiß, die gönne ich mir jetzt auch. Das ist Content. Also, kannst du nicht noch mal kurz rechts hochgucken einfach? Den Berg? Den Hang so ein bisschen overshouldermäßig, auch verträumtmäßig. Das ist alles für deine Extended Version. So, das schaffen nur Männer. Da musst du echt aufpassen, dass es nicht lächerlich wird. Meinst du? Sagt er bei dem Survival-Video. Wir müssen aufpassen, dass es nicht lächerlich wird. Nein, für deine Extended Version, Digga. Die wird einfach vom Bett. Ich will ein bisschen eine Pflaume essen. Ja, da kommen wir nicht dran. Ich sag, ich schwör's, wir kommen gleich mal am Zitronenbaum vorbei und jetzt zieht sich mal einer. Die letzten Meter tatsächlich fallen mir schwerer, als ich gedacht hätte. Also ich bin einfach Matsch. Hier oben Matsch, mir tun die Füße halt urisch weh. Wenn ich das richtig beurteilen darf, geht auch mein Schuh kaputt hier. Das ist wunderbar, vorne auch. Also es ist schon eine Schlacht für Mensch und Material. Ich freue mich jetzt auch, wenn ich da links annähe und da kommt's was. Haben wir eigentlich auch mal so eine richtige Close-Up-Aufnahme von Martin in seinem Gesicht? So, da haben wir ihn. Es ist halt, was es ist. Aber ich sehe da gerade Mangos im Baum hängen. Marke, Alter! Ich schwöre dir, es könnten aber auch einfach Kaffeenüsse. Es geht einfach nur darum, was irgendwo zu fressen. Ja, ohne Scheiß, so ein Kick wie mit dem. Ich schwöre dir bei Gott, der nimmt einfach Speed, der Junge. Irgendwas nimmt er und sagt uns das nicht. Freunde! Martin! Ist es möglich, von einer Seite meiner Insel nach oben über die Hochebene runter auf die andere Seite, nur Karte, Kompass, sich durchschlagen? Fritz? Wir haben es geschafft, wir haben ein bisschen gelitten, aber wir haben auch geile Sachen gemacht und ich fand es mega abwechslungsreich, Hammer. Und die Nacht, boah, war es ein Ausblick, Alter. Wahnsinn, Emotionen kochen über. Wir verabscheuen uns, wir sehen uns auf der nächsten Durchschlagübung. Nicht vergessen, wer schützt uns. Ich hab euch lieb, macht's gut, ciao! Also Hände sind gut am Zittern und siehst auch, Alter, die ganze Muskulatur ist am Zittern. Es zieht sich bis hier runter, bis zum Hacken. Komplett. Hier auch. Hier ist richtig. Oh, Alter. Ist egal, wir haben es geschafft, Mann. Oh. Fritz hat prophezeit,
dass der nicht eine Passage hält oder, keine Ahnung, nicht einen Kilometer hält. Dieser Bambustock hat es möglich gemacht. Er hat einfach gehalten und er hält immer noch. Ich habe mich verliebt. Ich liebe diesen Stock. Es ist einfach nur Bambus. Mein Ultralight Wanderstock. Ah, danke. Danke, dass du mir so treu gedient hast. Jetzt zerbreche ich dich.